Kapitel 8 Licht der Sterne. Dieses Wesen war nicht ganz, was wohl erwartet gewesen war. Die anderen Stimmen waren schneeweiße Abbilder der dazugehörigen Weltengeister gewesen. Dies war anders. Palkia und Dialga waren eins geworden, gemeinsam zur Stimme einer neuen Zukunft. Zu einem direkten Abbild des Tyrannen, bis hin zum blauen Farbton. Selbst die unsagbare Größe blieb intakt. Alleinig der Kopf des Drachen ragte schon größer als die beiden Götter zuvor. Zig Male entwickelte sich der Körper um den Zeitturm, welcher in seiner Größe dem Körper eines Omegon untergeben war. Würde all dies nicht am verborgenen Latten stattfinden, einem Ort abgegrenzt vom Rest der Existenz, dann würde man diese Bestie Städte entfernt erblicken können. Abbilder! Nichts als Abbilder habt ihr bezwungen, auf dem Weg zu uns! Sterbliche, die sich für mehr hielten! Blickt hinauf! Seht unsere Gestalt! Die Gegenwart und die Zukunft! Ein Reich von Schicksal und Sternlicht! Ein gerechtes Reich ohne Qual der Unschuldigen! Der wahre Kaiser gewährt euch keine Audienz mehr! Ihr werdet sie ohnehin bereuen! Wir waren schon einmal die Vertreter des einzigen Kaisers! Heute sind wir es erneut! Habt ihr letzte Worte, bevor ihr in die Zukunft blickt, der ihr nie sein werdet? Nun, ich muss euch ja beinahe dankbar sein. Irgendwo hätte ich mich wohl schlecht dabei gefühlt, diesen Krieg zu gewinnen, ohne Omegon selber dabei zu bezwingen. Dasselbe seid ihr nicht. Aber immerhin ein Ersatz. Zeigt uns, was die Sterne können. Die Lichter am Himmel blitzten auf, unregelmäßig, verschieden hell, nach und nach. Gut! Etwa 20 Jahre. So lange war es her gewesen, dass Funkenherz zum letzten Mal diesen Anblick so erlebt hatte. Der riesige Drache, welcher einen Schauplatz umschlängelte. Dieses Mal war das Kampffeld selber kleiner. Doch auch war dieses Mal der Gott selber der Feind. Nein, das war nicht ganz korrekt. Auch letztes Mal, vor 20 Jahren, damals im Kampf gegen Vyleth. Auch damals war Omegon bereits der Feind gewesen. Aber damals war sie geblendet. Von dem, was sie glaubte, vom Verlust zuvor, von ihrer kindlichen Naivität. Sie hatten die Wahl gehabt, sich auf Darkrai's Seite zu stellen. Sie hatten sich geweigert. Wie anders alles geworden wäre, wenn sie sich damals anders entschieden hätten. Oder wäre es das? Vielleicht hätte Omegon ja trotzdem gesiegt. Vielleicht würde er auch heute siegen. Das hier war nicht Omegon. Er war es nicht. Es war ein Nachahmer. Ein blinder Anhänger. Zwei blinde Anhänger. Doch der Anblick war so ähnlich. So bekannt. Die Erinnerungen. Sie waren echt. Und sie schmerzten. Das Sternlicht ist ein Element. Etwas, was nicht jeder wahrlich versteht. Manche sehen in ihnen bloße Zerstörung. Der Wunsch eines Tyrannen. Blut, Krieg, das Ende einer glorreichen Ära. Nichts als eine Waffe des Omegon. Das ist das Sternlicht. Doch wer das Sternlicht wahrlich kennt, der kennt auch seine anderen Seiten. Auch die Natur selbst lebt. Und Teile von ihr sehen nicht, was sein könnte. Der Forst, der Lunar, der Sturm, die Schatten. Sie alle hassen die Sterne. Sie sehen den Feind, einen beidseitigen Hass. Neid, Gier, Machtdurst. Dies alles bürge das Sternenlicht. Doch diese Zweiseitigkeit ist Illusion. Das Sternenlicht, es hasst nicht.
Es sieht nicht gut und böse. Es sieht nicht Neid und Großmut. Es sieht nicht Macht und Machtlos. Es sieht Ehrlichkeit. Es sieht nichts Schlechtes in den anderen Elementen. Es sieht höchste Ehrlichkeit in seinem Meister. Doch lebt auch das Sternlicht mit den anderen Elementen. Es mag nicht das Element sein, welches der Natur selber die größte Hilfe birgt. Doch es ist ein Element der Pokémon. Die ruhigen Minuten und Stunden, die manche verbringen, unter dem Nachthimmel, alleine hinaufblickend. Die Gefühle, die gezeigt und die gesprochen werden. Der Lunar mag sich selber als den Grund sehen, doch ist er es denn? Sind es nicht die Sterne, die so betrachtet werden? Und wer ist es auch, der zumindest noch manches Licht birgt, an den Tagen des Neumondes? Auch der Forst. Er könnte ohne das Sternlicht leben, aber will er dies wirklich? Die Finsternis, die ihn durchziehen würde, die Leere am Himmel. Und ist den Schatten nicht jede Quelle des Lichtes recht? Und der Sturm, warum sollten ihn die Sterne stören? Sie lassen ihn stürmen, sie behindern ihn nicht. Sie sind einfach da und sie sind für die Wesen. Doch die restlichen Elemente, die einst mit ihrem stillen Bruder in Harmonie lebten, sie wandten sich ab. Sie sahen nicht mehr in jedem Stern ein Pokémon. Sie sahen in jedem Stern Omegon. Ist dies der Preis der Ehrlichkeit? Wie genau der Kampf verlaufen müsste, das war klar. Vor allem Darkrai. Während sich Funkenherz bereits einmal von diesem Anblick verraten fand, stand Darkrai selber als Weiles bereits damals gegenüber. Und dem Schatten stellte sich gerade eine große Frage. Ultima Solaris, der Sonnensturm, das eine Ass im Ärmel, ein Symbol endloser Macht, Omegons einzige Chance in einem wahren Kampf. Der Sterngott war kein Kämpfer, wahrlich nicht, seine Waffe waren Worte. Ein einziges Mal, so schreibt es die Geschichte. Ein einziges Mal stürzte er selber sich in die Schlacht. Damals gegen Weiles, gegen Darkrai. Sein Sieg war bedingt von exakt einer Waffe. Ultima Solaris. Die gebündelte Macht von 1000 Sonnen. Ein Angriff so heiß, dass er selbst das Feuer verbrannte. Eine Technik, die alleine Kämpfe gewann, wo Erfahrung es nicht konnte. Beherrschung oder Nichtbeherrschung, entschieden zwischen Sieg und Niederlage. Wie also war es mit diesem Abbild des Weltengeistes? Die Stimmen des Lebens hatten alle primär mit der Macht ihres Elementes gekämpft. In diesem Fall wären dies die Sterne. Umfasste dies auch Ultima Solaris? Falls ja, wäre ein Sieg möglich. Kaum. Gar nicht. Sogar weniger als gegen Omegon einst. Immerhin handelte es sich bei den Stimmen des Lebens um zwei Wesen mit wahrem Wissen auf dem Schlachtfeld. Doch war die einzige Option Kampf. Kampf und die Hoffnung. Wie es bereits zu erwarten war, war ein stürzender Meteoroid, eine Sternschnuppe, um genau zu sein. Der erste Angriff und der erste Sternbasierte. Macht euch gar nicht die Mühe, irgendwas aus dem Kopf angreifen zu wollen. Es ist Omegons einzig reeller Punkt. Der Rest seines Körpers besteht aus Licht, nicht aus Masse. 20 Jahre. Aber Funkenherz hatte sich diesen Fakt behalten. Wenn man ehrlich war, war diese Information keine wirklich hilfreiche, da sowieso alleine Kopf und ein wenig Hals überhaupt über den Rand des Turmes hinausragten und damit für die Kämpfer erreichbar waren. Man müsste sich eher anstrengen, um bei einem Treffer nicht den Kopf zu erwischen. Genauso wie man es erst einmal schaffen müsste, mit einem Angriff keinen Treffer zu landen. Grund hierfür war die schlichte Größe. Die größte Herausforderung in diesem Kampf lag in der Aufmerksamkeit.
Die Stimme einer neuen Zukunft griff selber an, nutzte dabei hauptsächlich Angriffe, welche bereits Palkia und Jaeger als solche verwendet hatten. Aufgrund der Masse lag der Fokus auf Projektilangriffen. Allerdings, auch direkte Angriffe durch Bisse waren eine Gefahr. Erneut war die Waffe hier bei Größe. Die Schwäche war die gesamte Gestalt als Sternenwesen. Ein Biss war deutlich weniger effektiv, wenn man denn keine Zähne hatte. Zudem waren die Bewegungen des Kopfes wirklich nicht agil. Ihn auf Höhe des Feindes zu bringen, erzeugte großes Risiko. Neben den Angriffen der Stimme regten sich jedoch auch die Sterne im Himmel auf der Suche nach Erfolg. Der häufigste dieser Angriffe war ein schlichter Meteoriteneinschlag. Das war doch wohl kaum schon alles. Im Verstand jener, die Bescheid wussten, lag Erfolg und Niederlage in diesem Kampf nur noch am Sein oder Nichtsein eines einzigen Angriffes. Solaris, der Sonnenwind. Nein, da stimmte etwas nicht ganz. Zumindest stimmte es für die Stimme einer neuen Zukunft nicht. Denn dies war der Angriff, welcher vom Himmel herabgeschossen kam. Wie eine Schallwelle aus reinster Hitze. Es war ein mächtiger Angriff und einer, welcher sogar einen größeren Radius hatte als seine Ultima-Form. Doch es war nun einmal nicht Ultima Solaris. Zwar deckte der Sonnenwind die gesamte Spitze des Turmes ab, doch gleichermaßen war sein angerichteter Schaden weit weniger als der Angriff, welcher selbst Feuer verbrannte. Gerade jenes Feuer in Asche schien sich für einen bloßen Sonnenwind herzlich wenig zu interessieren. Aber dies war nur Asche. Sol hingegen ignorierte es nicht, sondern schien beinahe mächtiger davon zu werden. Die Sonnenenergie eines Ultima Solaris wäre weit, weit zu viel für die Gestalt eines sterblichen Pokémon. Doch den Sonnenwind als Krieger der Sonne selbst schien soll eher zu absorbieren als alles andere. Die größte Stärke der Technik blieb jedoch trotzdem die Reichweite. Durch diese konnten auch die Nicht-Feuertypen nicht einfach entgehen. Abgesehen von Funkenherz, zu der soll sich direkt gestellt hatte, welche durch das Fukano immun wirkte. Auch wenn es kein Feuer war, sondern Hitze. Die Drachenhaut von Latira blieb resistent. Gerade dadurch, dass auch das Ion-Pokémon einmal die richtige Emotion, hier die Trauer, im rechten Moment zur Hand hatte. Im Prinzip also das einzig gefährdete Pokémon da... Ach, nein, der beherrschte ja Schutzschild. Das war alles. Das war eure ganze Macht. Ich muss mich beinahe als enttäuscht bezeichnen. Ihr sprecht von euch, als wärt ihr unabwendbar. Als wären die anderen Stimmen des Lebens wahrlich niemand in eurem Angesicht. Soll ich euch mal etwas verraten? Mew und Trikefalo waren beide so viel mehr als ihr. Sie waren stärker und sie waren alleine. Euer Auftrag ist lächerlich. Sie waren nicht stark. Sie hatten lediglich ihre Elemente. Die Sterne sind ein Element der Ehrlichkeit. Sie spenden Kraft. Aber sie sind keine Kämpfer. Die Dunkelheit und der Sturm sind direkte Werkzeuge des Kampfes. Die Sterne sind es nicht. Ihr beherrscht die Sterne nicht einmal. Zumindest wirkt es nicht so. Ist das das Resultat? Das Resultat daraus, dass ihr mit eurem ach so großen Titel einer neuen Zukunft immer noch nicht mehr seid als eine inkompatible Mischung zweier Monster. Alles, was ihr habt, ist Arroganz. Euer stärkster Angriff kann unsere gesamte Gruppe nicht einmal ankratzen. Euer Kampf ist bestenfalls primitiv, schlimmstenfalls kontraproduktiv. Ihr wart selbst als zwei stärker. Ist das, was euch euer Schicksal zeigte? Ist das, wie es sich diesen Kampf vorstellte?
Ja, du Narr! Nun, das war wirklich nicht die erwartete Antwort gewesen. Wir kämpfen mit der Macht Omegons, ohne seine Ultima Solaris. Hätte es irgendwie genügt, wäre es umso besser, aber unsere Aufgabe war nie unser Sieg. Es war eure Niederlage. Was soll das bedeuten? Lord Omegon hat Ultima Solaris, den mächtigsten Angriff aller Universen. Doch er hat auch den mächtigsten Angriff, den ein Sterblicher beherrschen kann. Nur würden nicht einmal seine Meister ihn jemals nutzen. Denn so mächtig er auch sein mag, sein Nutzer kann in einem Kampf niemals der Sieger sein. Doch unsere Aufgabe war nie der Sieg. Die Klauen der Stimme krallten sich an den Rändern der Turmspitze fest. Hier endet es! Ihr habt einen Fehler gemacht, als ihr an diesen Ort gekommen seid. Es ist das Ende des Zeitturms und eures mit ihm. Licht begann sich zu sammeln, als der Himmel wieder Tag wurde. Dieses Licht war nicht von Sternen. Es war die sich sammelnde Kraft eines kommenden Angriffes. Finale. Die einzige Technik, die diesem Namen wahrlich Ehre machen konnte. Der Angreifer riss sich selber mit der Kraft von 1000 Blitzen in den Tod. Doch wer in der Nähe war, wurde mitgerissen. Bei einer Gestalt dieser Größe betraf das mindestens den gesamten Zeitturm. Latira, kannst du uns teleportieren? Nicht gleichzeitig, sonst hätte ich das doch schon längst und... Dann teleportier Asche und flieh! Dakai, du fliehst auch zu unserem Boot! Aber... Wir haben keine Zeit für aber... Ich habe einen Plan! Los, geht! Augenblicklich verschwanden drei Pokémon. Lediglich Darkrai konnte man noch Asch spähen, während er davon schwebte. Ohne Zeit zu verlieren, wandte sich Funkenherz an das einzig andere verbleibende Pokémon. Sol. Vertraust du mir? Natürlich. Gut. Sobald ich das Signal gebe, springen wir. Und am besten aktivierst du die Trauer vor dem Absprung. Springen? Aber... Springen! Vom Zeitturm! Vom Zeitturm? Das war der Plan und doch... Gut, dann... Das Licht wurde nahezu blendend grell. Jetzt! Ohne Zögern folgte das Vulcano den Worten. Die Momente schienen wie in Zeitlupe. Sofort sprang er, Funkenherz selbstverständlich ebenso. Und Lärm durchdrang alles. In seinem Rücken brannte der Tod, unter ihm ewige Leere. Das Vulcano spürte, wie der Angriff ihn hinfortschoss. Und Bruchteile nach der Explosion folgte nur noch die Dunkelheit.